Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel von The Elder Scrolls Online Morrowind. Eine nachfolgende Rollenspiel, ja, Gameplay, Commentary Gameplay und Livestreams über dieses Spiel. Und ja, ich habe es jetzt gekauft, das Morrowind. Ich hatte ja nicht mehr so viel Lust, weil das Morrowind Addon recht teuer war, übertrieben teuer. Und jetzt habe ich es günstig kaufen können. Jetzt können wir natürlich eben wieder ungeniert auch spielen. Wir haben ja damals auch eine Nachklinge gemacht, aber ich habe so ein bisschen geschaut. Es ist nicht mehr so aktuell und recht verskillt gewesen. Deshalb habe ich nochmal einen neuen Charakter erstellt. Und ich kann jetzt gar nicht das Hemd ausziehen, aber ich habe so Drachenmuster. Also hier ist ein Drachen. Und hier vorne ist ein Drachen und ich glaube hinten ist auch noch ein Drachen. Und auf beiden Armen. Und es ist ein Rotwartone, weil die sehr viel Ausdauer haben. Ist es sehr gut für so ein Life Leech und Geschwindigkeitsnachklingen. Für den ersten Charakter ist es sehr gut geeignet. So, wir gehen rein. Ich hoffe einfach, dass die Musik nicht irgendwelche Probleme macht. Ich muss sie wahrscheinlich ausmachen, merke ich gerade, weil das könnte sicher lizenziert sein. Ich finde es immer eine Boshaftigkeit von den Entwicklern, da lizenzierte Musik reinzumachen und so weiter. Aber ja, müssen wir leider ausmachen. Gut. Audio. Musik. So, ich hoffe einfach, ihr habt es noch gehört, sonst wiederhole ich nochmal, weil eventuell wird halt die Musik dann rausgenommen und dadurch auch die Stimme von mir. Ja, gute Reise. Ja, da hat sich jemand wahrscheinlich für mich eingesetzt, dass ich irgendwo hinfahren kann. Wahrscheinlich nach Seydanin. Ja, Seydanin. Hier unten steht's. Wir kommen also in Seydanin an. Cool. Auf welch einer fabulösen Reise wir doch sind, mein Freund. Oh, der ist besoffen. Auf meinen Fell und neue Gelegenheiten. Lest ihr noch immer diesen Brief? Ein Liebesbrief, hm? Ihr braucht gar nichts zu sagen. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Okay. Ich frage mich, was Wadenfell für uns bereithält. Ja. Was? Nun, ein Felsen? Das klingt gar nicht gut. Nein! Ah! Was ist denn uns? Sind wir auf Riff gestoßen? Was auf einem Felsen? Und jetzt gehen wir unter, oder was? Oh je. Da kommt sogar ein Meteorit runter. Ich glaube, ich habe irgendwie also gehört, dass. Okay. Das sehe ich. Kommt her, damit ich sehen kann, ob nach diesem. Ah, dort hinten ist sie, okay. Ja, bitte jetzt ruhig. Ich wollte nochmal sagen, was ich gesagt habe. Also eben, wir machen eine Art Rollenspiel daraus. Wir sind jetzt gerade hier eben vom Schiff gestürzt und fast untergegangen. Aber scheinbar hat die Frau dort hinten uns gerettet. Jetzt gehen wir mal zu ihr. Hier haben wir einen Argonier. Das ist eine der Rassen in The Elder Scrolls. Ja, auch in Online, oder? Und das ist eben das DLC Morrowind. Im Juni kommt dann das Addon Somerset Isle raus. Und da freue ich mich echt extrem, weil ich sehr gerne die Insel habe. Ich bin zwar kein Elfenfan, aber ich bin ein Fan von Natur und die Insel hat so eine mega schöne Natur und so weiter. Ja. Eben wie gesagt, wir können wahrscheinlich Probleme mit der Musik haben, deshalb habe ich sie ausgemacht. Und einfach weil sie lizenziert ist, sonst hört ihr mir nicht und deshalb muss ich mich nochmal wiederholen. Also wir spielen das Spiel mit Videos und per Livestream. Im Livestream dürft ihr mir natürlich auch ein paar Fragen stellen und so weiter. Und mir Tipps geben oder andere Sachen, solange sie nicht Spoiler sind natürlich und solange sie nicht gerade irgendwas voraussagen. Also zum Beispiel, welche Ausrüstung gut ist und so Sachen. Ich möchte es einfach nicht wissen. Ich mache jetzt ein Bild schon von einem Bild aus, aber ich werde ein Bild nie richtig lesen. Ich werde alles
eigentlich ignorieren, dass ich nicht gerade brauche, nur wie ich mich ausrüsten muss oder wie ich mich skillen muss. Also ich schaue nur die Sachen an, die anderen ignoriere ich. Also ich ignoriere jedes Kommentar und werde es auch löschen, sofort. Das mit Spoiler und Ding versehen ist, also zum Beispiel Tipps, die mir noch nichts angehen und so Sachen, ist klar, eventuell kann ich eine andere Klasse wählen, noch als Zweitcharakter und so weiter, aber ich will jetzt zuerst mal einen PvE-Charakter machen und nicht irgendwie einen PvP-Profi-Charakter oder irgendwie einen schwerer Charakter. Ich möchte jetzt einfach mal ins Game natürlich auch reinkommen. Ich habe es ja damals letzten Sommer schon ein bisschen angeschaut und ja, es ist halt recht casual, das Game. Aber das ist Machgrau, das Faszinierende eigentlich für mich auch aus. Ich mag eher leichtere Spiele, wo man nicht irgendwie so schwer rechnen muss und Tabellen vergleichen muss, wie zum Beispiel Path of Exile. Das habe ich leider wieder abbrechen müssen, schon in der Hälfte der Season und so weiter, weil ich auch kaum Zeit habe zu spielen und so weiter. Da möchte ich lieber so ein MMORPG anfangen und meine Wahl ist jetzt momentan auf die Elder Scrolls Online getroffen. So, machen wir weiter. Hallo Oki, wie geht's dir? Von Sklavenjägern gefangen. Was für ein Pech. Aber immerhin sind wir noch am Leben. Jetzt geht. Naryu möchte mit euch sprechen. Ja, die reden immer mit der dritten Person mit sich selber. Und das finde ich eigentlich richtig interessant, aber ja, ich habe manchmal ein paar Probleme, das richtig zu sehen, weil ich einfach nicht gerade so Yoda-like Sachen mag, wo Charaktere, die einfach nicht reden können und so weiter. So, Naryu Villiran, grüß dich. Schau mal einer an, was das Meer hochgewirkt hat. Hochgewirkt? Im Land der Dunkelelfen, Lavaströme und Sklaven jedweder Art. Oh je. Wo wir gerade von Sklaven sprechen, lasst mich euch diese Ketten abnehmen. Okay, ja, sie ist wirklich nett. Aber auch ein bisschen böse beim Reden. Wie wollt ihr mir diese Ketten abnehmen? Oh, ihr werdet sehen, ich stecke voller Überraschungen. Okay. Ich habe da genau das Richtige. Ja, genau. Haltet still. So. Sie tut die Hände kurz an die Kette und dann ist sie offen. Ich habe da genau das Richtige. Ah, ja, das hat sie gesagt. Ihr wurdet von Sklavenjägern gefangen. Habt ihr denn nicht aufgepasst? Vielleicht habt ihr euch den Kopf gestoßen. Ja, aber ich habe den Kopf gestoßen, weil ich so richtig umgeknickt bin. Die Bitterküste gespült wurdet. Die Sklavenjäger haben euer Schiff auf die Felsen gelockt und sich dann die Überlebenden geschnappt. Gelockt? Okay. Arbeitet ihr mit den Sklavenjägern zusammen? Was für eine dumme Antwort, natürlich nicht. Sklavenjäger? Ich? Nein, meine Treue geht in eine gänzlich andere Richtung. Belassen wir es dabei, dass ich hier bin, um euch bei der Flucht von diesem Ort zu helfen. Danach könnt ihr damit weitermachen, was ihr vorhattet, ehe die Sklavenjäger so unfreundlich waren, euer Schiff zu versenken. Wie kommen wir denn hier raus? Nicht so schnell, Held. Ich muss sicher sein, dass ihr einem Kampf gewachsen seid. Nicht jeder erholt sich so schnell von einer Nahtoderfahrung. Ist gut, dass alles vertont ist. Ich hätte jetzt keine Lust, noch nebenbei, neben dem Rollenspiel immer zu lesen. Das ist super. Ja, na gut. Dann stellen wir euer Kampfgeschick mal auf die Probe. Hä? Nein, du, ich hast keine Chance. Ich bin sicher wieder ein Neverin. Ich bin bereit. Oder Nerevarin, glaube ich, so heißt es. Schlagt mich. Ich will sehen, was ihr drauf habt. Ja, geht nicht. Ah, jetzt geht's. Schön. Nun setzt nach. Sie liegt schon am Boden. Versucht mich aufzuhalten. Aha, okay. Und dann so. Was diese Aura bedeutet, weiß ich jetzt gleich. Gerade mal nicht, aber wahrscheinlich einfach, dass wir in Gefahr sind und so. Okay, aber meine Hände sind recht hell, also ich weiß jetzt nicht gerade, wie man... Also, ich habe ihn extra ein bisschen heller gemacht, so wie ich ungefähr bin. Also ich habe ihn eigentlich relativ
teilgetreu, wie ich so bin, angepasst. Einfach die Haare gehen nicht exakter. Es ist wirklich nicht gerade so ein gutes Charakteranpassung möglich, leider. Beeindruckend. Ihr seid genau das, was ich brauche, um meinen Plan durchzuführen. Die meisten Sklavenjäger sind derzeit auf Beutefang. Das heißt, das ist die ideale Gelegenheit für uns, die Flucht zu ergreifen. Was soll ich tun? Ach, es gibt gar nicht so viel zu tun, aber ihr müsst euch verteidigen können. Besorgt euch Ausrüstung. Außerdem brauchen wir den Torschlüssel, sonst schaffen wir es nie zu den Docks. Hier, nehmt meinen Ersatz Dietrich für den Fall, dass ihr ihn brauchen solltet. Wir haben einen Dietrich, warum brauchen wir einen Torschlüssel? Manche Schlösser widersetzen sich sogar den größten Mühen eines geschickten Diebs. Aha. Sie sind aus hochwertigsten Bauteilen gefertigt und mit den kompliziertesten Mechanismen ausgestattet, wie das Schloss am Tor. Wenn ich alle Zeit der Welt hätte, könnte ich es vielleicht knacken. Aber diesen Luxus haben wir nicht. Okay, die andere Frage natürlich jetzt mal nicht antworten. Abspielen lassen. Ich tue sie ja nicht beantworten, sonst sie beantworten. So, ich nehme jetzt mal alle Sachen mit, die nicht für Getränke oder Essen sind. Einfach alles mitnehmen. Weil die zwei Sachen, die können wir dann auch holen, wenn wir es unbedingt brauchen. Weil am Anfang können wir einfach noch nicht gut genug ein Lied. Noch nicht ganz genug gut kochen und so Sachen, haben die Rezepte noch nicht. Da warten wir lieber, bis wir die Rezepte haben und dann auch etwas herstellen können. Ja. Gehen wir mal runter, hä? Was ist denn hier unten? Da haben wir auch nochmal Zellen. Hallo, ist das... das ist wahrscheinlich ein kaiserlicher. Das sind zwei kaiserlichen. Eventuell. Auf jeden Fall ganz normale Menschen. Ich dachte, das sei auch ein Rotwardone. Ich mag einfach Rotwardone in The Elder Scrolls immer. Fast am liebsten. Nicht, weil sie schwarz sind oder so. Ja, ich will eigentlich die Sachen nicht mitnehmen, habe sie aber jetzt trotzdem mitgenommen, weil ich dachte, es könnte auch irgendwas anderes noch drin sein. Ein Feuerstein? Ja, Stil der Argonia, also immer die Rassen im Stile von dem müsste man eigentlich am Anfang auch nicht nehmen. Ja, jetzt schon wieder ein Getränk. Na gut. Wie gesagt, einfach verkaufen, auch wenn sie nichts wert sind. Die sind immer null wert. Ja. Niemand will Essen kaufen in diesem Spiel. Es ist einfach nicht wert, nichts wert. Völlig. Okay. Wieso rolle ich mich? Mit Doppelklick rolle ich mich auf die Seite, okay. Ja, einen Apfel muss ich ja nicht mitnehmen. Aber ein Rezept. Minzschein. Dann könnte ich eigentlich schon die Minze mitnehmen. Hauptsache, wir können ein bisschen leveln. Ich glaube, da kann man auch leveln. Okay, die kann ich nicht. Mal brauche ich auch nicht. Wo ist die Minze gewesen? Hier drin, ja. Sehr gut. Dann können wir mal schauen ins Inventar. Jo. Können wir mal das Rezept benutzen. Ja, eben gesagt, ich glaube mit Linksklick kann man sogar benutzen, manche Sachen. Aber mit Rechtsklick könnt ihr da so ein Ding aufmachen, wo ihr zum Beispiel im Chat einfügen könnt oder als Trödel markieren. Also ich werde alles mal als Trödel markieren hier. Außer die Sachen, die ich brauche zum Craften. Und der Trödel ist dann hier hinten. Gut. Ja, dann haben wir die Sachen, die Titel, Magiker, Leben, Ausdauer und die Werte. Lauftempo, Ausdauer, während ihr reitet und Tragkapazität. Also wir können 60 Kilo tragen momentan. Titel haben wir noch keinen. Montur wähle ich mal die erste Montur. So. Hier haben wir die Fähigkeiten. Wir haben noch keine Fähigkeitenpunkte. Aber die Nachtklinge hat zum Beispiel verschleierter Schlag. Da können wir bestimmte Sachen hier auswählen. Also das sind die Skills. Hier meine ich, das meine ich. Einfach Möchelmord haben wir. Der ist eher auf Schatten aus. Schatten ist eher für Schleichen und dann viel Schaden machen. Auslaugen ist so eine Art Leichflitsch. Und ich glaube, soweit ich weiß, ich kann mal. Ich kann nicht schauen, ich kann nicht nach links. Ich
muss dann nachher kurz unterbrechen, also das Spiel minimieren. Ja, dann hätten wir noch Sammlungen. Ich habe leider noch nicht vieles natürlich, weil ich nicht so lange gespielt habe. Da können wir mal ein Pferd benutzen, das ich glaube ich irgendwie mit einer Special Edition bekommen habe. Und hier haben wir die Map. Wo sind wir hier? Scheinbar irgendwo auf einer Insel, die ein bisschen abseits von Morrowind ist. Hier oben muss irgendwo Zaedonin. Ich glaube, das da ist Zaedonin. Ja. Ja, da haben wir Gruppen. Freunde haben wir leider noch nicht so viele. Können wir danach mal ein paar suchen gehen. Juppie. Okay, wer hat das denn geschrieben? Keine Ahnung. Allianzkrieg gibt's noch. Wir werden sicher viel PvP dann machen. Wenn es nicht gerade so extrem unfair ist, natürlich wegen Bezahlkunden, die mir das bezahlen. Ja, dann haben wir 500 Kronen. Die habe ich bekommen durch die Gold-Version, glaube ich, von Ding. Ich war ja in der Closed Beta auch dabei, aber scheinbar wurde da nichts übertragen oder nichts geschenkt. Keine Ahnung. Muss ich dann mal nochmal nachschauen. Jasmin. Okay. Nur Plünder. Hey, ich bin ein Dieb, ich bin eine Nachtklinge. Ich muss doch irgendwelchen Loot finden. Heieiei. Hier weiß ich schon, ist nichts draußen, nur am Balkon. Das ist überhaupt nichts. Man kann nicht mal über den Balkon hüpfen. Das ist soll. Beeindruckend. Ach, es gibt ja. Ich muss noch ein paar. Ich würde mal das ein bisschen über. Ja, dass wir nicht allzu viel immer die ganze Zeit lesen, vorlesen haben müssen. Damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Was ist denn das für ein Pilz? Sieht aus wie so, ja, die, wie ein Döner da, Dürüm, der richtig viele Dinge hat. Das ist so geil irgendwie. Es wird sogar ein bisschen aufgehübscht seit Morrowind, Elder Scrolls 3 Morrowind. Okay, der Baum wächst auf einem Stein. Jo. Können ein bisschen schneller rennen. Ich bin gerade auf der Suche nach ein paar Verstecke, aber am Anfang ist dann halt noch nicht ganz alles so möglich. Ich hoffe, dass es bald ein bisschen umfangreich wird. Okay. Ein Wagen direkt durch einen Busch. So, hier haben wir drei Häuser. Wir fangen mal mit dem hintersten an. Der ist auch markiert. Okay, fangen wir mal mit diesem Haus an. Hier müssen wir, okay, hier müssen wir nicht einbrechen. Aber es könnte jemand hier sein, weil da ein Pfeil ist. Okay. Der ist besoffen. Ah, der hat eine Jacke, damit wir uns ein bisschen tarnen können. Sehr gut. Da ist ein Zweihänder. Ja, eigentlich will ich ja zwei Einhandwaffen, zwei Dolche tragen, aber die haben wir leider noch nicht. Da haben wir nochmal eine Minze, sehr gut. Leider ist alles ein bisschen zufallsgeneriert. Also du, ich habe mit einem anderen Charakter die Minze, also herstellen dieser Tee, gar nie gefunden. Roggen. Mit was? Roggenbier oder was? Was macht man aus Roggen für ein Getränk sonst? Ein Tee vielleicht noch? Oh, da haben wir Helme, Handschuhe, Hut. Da ist auch irgendwas, da geht es nicht raus. Da durchsuchen. Ginkgo. Okay, aber Ginkgo ist doch giftig.
Das ist ein urzeitlicher Baum, der es immer noch gibt. Und das Schild hat auch mit. Gerste, okay. Okay, der Genex hat gerade kurz geschrieben. So. Gut. Also wie gesagt, das Spiel geht gar nicht im Fenstermodus, also Fensteraufnahme. Und geht auch nicht im Spielaufnahme. Ich habe in der Bildschirm, also ja, ich sehe einfach meinen Desktop, aber es ist mir egal. Es ist nicht schlimm, wenn ihr meinen Desktop seht. So. Privates habe ich im linken Bildschirm, nicht im rechten. Ja, der Hut haben wir schon. Was ist da noch? Ein Helm, okay. Können wir auch nicht mitnehmen. Schulterstück. Die können wir nicht mitnehmen, okay. Also, dann haben wir schon mal weitere Sachen. Ist schwer, der ist aber normal. Wir müssen alles mit normal ausrüsten. Ja, und leider auch dieses Hemd. Sonst werden wir als Feind oder als Ausbrecher-Ding oder so sind wir sozusagen ein Sklavenhauptmann. Gut. Jo, jetzt haben wir noch zwei Häuser. Ich kann aber hier nicht raus. Was muss ich jetzt gar nochmal? Was Beat-Hände muss ich auch noch ausrüsten? Ich glaube, das ist einfach bei der anderen Klasse. Ich habe Waldelf gewählt, das ist eine andere Waffe gewesen. Habt ihr schon wieder alten Flynn getrunken? Oh, jetzt muss ich doch mit dem Zweihänder kämpfen. Aber wir können jede Waffe eigentlich leveln. Ich will eigentlich immer nur Dolch leveln und Bogen als Zweitwaffe. Und ja, jetzt sind wir Stufe 2, jetzt bekommen wir natürlich einen Attributspunkt und einen Fähigkeitenpunkt. Und je nach Level bekommen wir noch ein paar Belohnungen dazu eben. Ja, voll krass. Ja, da freut man sich. Wir machen eigentlich das meiste in Ausdauer, ein bisschen in Magiker. Leben brauchen wir nicht so viel. Punkte einsetzen. Und hier, ja, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. So, ich nehme diesen Skill, der Dieb, Nachtklinge zum Klauen und Meucheln. Und ja, wir brauchen diesen Skill Mörderklinge schon mal. Der macht auch gut Schaden. Also, Assassinenklinge. Heißt er, ja, hieß er dort nicht Mörderklinge? Okay. Drücke 1, um die Fähigkeit zu benutzen. Gut. Jetzt haben wir einfach hier noch ein Ausrufezeichen. Ah, ich muss das auch noch anschauen. Und das anschauen. Ja. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal schauen. Ja, wir haben ja geschaut. Okay. So. Loot haben wir nicht bekommen von ihm. Okay, der hat eine komische Rüstung an. Jetzt sehen wir die ersten Spiele, der hat sogar einen Bären. Also sie. Julsi Aniri 182, okay. Oh. Immer wenn es wackeln, loslassen. Sonst immer linke Maustaste gedrückt lassen. Sehr gut, wir haben es geschafft, relativ schnell. Einen kleinen Fehler gemacht, weil wir ein bisschen zu früh schon gedrückt haben. Ja, wir nehmen. Okay, mit E. Wir nehmen nur das Teil mit. Nehmen Dietrich mit. Der Lote wird natürlich aufgeteilt. Also, ich klaue nicht der anderen Frau alles, weil sie ist wahrscheinlich sogar schneller. Aber sie hat anderen Loot. Sie findet einfach anderen Loot. Jo. Also, ein Dolch haben wir. Jetzt wählen wir auch den Dolch aus. Eisen durch ausrüsten, können wir noch das Schild ausrüsten. Ja. Haben wir sonst noch mal einen zweiten durch? Ich möchte gerne einen zweiten durch haben. Da haben wir noch einen Rucksack mit klares Wasser.
Brauchen wir noch nicht. Panzerschuhe auch nicht. Ist alles schwer. Ah, es war ein Eisenschwert, kein Dolch. Ich hab's gar nicht lesen können. Ein Münzschein nehmen wir mit. Schulterklappen, okay. Nochmal Münze. Wir werden der Münzenprofi. Wir holen so viel Münze, dass es. Ich glaube, hier waren wir. Ja, genau, hier war das andere. Aber hier waren wir nicht. Rocken. Sonst nichts mehr hier? Okay, wo ist denn der zweite Dolch, wenn man ihn braucht? Heilungsstab, okay. Leider ist er recht schwach, wenn man ihn nicht allzu skillt. Deshalb nehme ich Heilungsstab nicht mit. Lieber Life Leech verwenden. Also Leben absaugen. Okay. Dann gehen wir noch hier drüber hin. Ein bisschen das letzte Haus noch rein. Da müssen wir scheinbar auch rein. Okay. Ich hoffe, wir machen genug Schaden. Ja, one hit. Okay. Wie tut man die Waffe eigentlich reinmachen? Weiß ich ja nicht. Scheinbar kann man das nicht. Das wird einfach, wenn man irgendwie etwas bestätigt, dann wieder eingepackt. So, ein Dietrich. Okay, wir haben leider schon bald Zeit für Part beenden. Ich werde vielleicht heute noch ein bisschen livestreamen. Alles findet ihr dann in der Playlist. Hä? Einfach im Kanal vorbeischauen und dann Playlists. Und dort findet ihr dann die ganzen Videos. So, hier müssen wir entschärfen natürlich. Schon wieder Gerste. Arkaifrucht. Okay. Die Töne von den Charakteren sind immer ein bisschen übertrieben. Habe ich nicht so gern, wenn alle immer wieder machen oder so. Ich habe doch bei Wackeln losgelassen. Es hat eine schwerere Truhe. Okay, beides haben wir. Sehr schön. Und wir haben jetzt noch das kurz anschauen. Also es ist die erste Halskette, ein Amulett sozusagen. Und sonst haben wir eigentlich nichts gefunden. Da haben wir noch ein Jasmin-Tee-Ding. Rezept, genau. Ich könnte jetzt eigentlich das Eisenschwert auch ausrüsten, aber es geht irgendwie nicht. Wenn ich das jetzt hier drauf... Ja, genau. Und das aber auswechseln. Jetzt haben wir zwei Waffen. Das bringt uns natürlich mehr als ein Schild. Weil wir Schilde nie leveln werden. Also skillen werden. So, dann gehen wir noch kurz durch das Tor. Und heute Abend gibt es Livestream. Morgen kommt der zweite Part, Videopart. Also der dritte Part dann. Und okay, wir müssen irgendwie... Ich glaube, die ist irgendwo hier oben. Ich weiß also gerade nicht, wie man angelt, aber hier gibt es die Köder, Insektenköder. Bei den, sag schon, bei den Schmetterlingen, genau. So, aber wo ist sie jetzt? Eigentlich sollte sie hier sein. Das letzte Mal war sie hier. Wo ist er? Kam der Pfeil? Die war doch hier, oder war sie hier drüben? Hä? Ah, da vorne? Seit wann ist die da vorne? Also sind die da vorne? Okay. Habt ihr die Sachen, die Naryu wollte? Die Sklavenjäger sind zurückgekehrt und unsere Pläne haben sich geändert. Naryu hat mich geschickt, um euch und den Torschlüssel zu... Naryu hat der Hauswache in Seydanen Bescheid gegeben. Dann ertönte das Horn der Sklavenjäger. Die Sklavenjäger müssen sich in der Nähe verstecken. Ihr seid ein Sonnenstrahl an einem bewölkten Morgen. Ich werde die Gefangenen durch das Tor führen und nachschauen, was wir finden können, um von dieser Insel zu kommen.
trefft ihr euch mit Naryu am Aussichtspunkt. Danach. Okay. Sehr gut. Dann können wir jetzt nochmal durchs Tor. Und ja. Also das ist der Komet, der runterkommt. Oder ja. Asteroid. Und der schlägt, glaube ich, beim Roten Berg ein, wenn wir... Dort ist der Rote Berg scheinbar. Ja. Schaut euch mal der Vulkan an. Wahnsinn. Der war in Morrowind einfach nicht so gut sichtbar und viel kleiner. Aber hier ist so ein riesiger Berg. Schon heftig. In Skyrim, also bei Solstheim, hat man den Berg auch gesehen. Da war er eigentlich ganz, ganz niedrig. Ja, also. Wo ist sie jetzt? Ah, da oben. Eben jetzt ist sie da oben, okay. Ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich dann eben heute Abend im Livestream. Wir werden dann einfach mal ein bisschen, Zaydanin anschauen und ein bisschen zu den Rotwardonen. Ich weiß gerade nicht, wo die wohnen. Hochfest, glaube ich, oder so. Einfach mal ein bisschen anschauen. Und im zweiten Part geht es dann natürlich viel weiter mit dem Rollenspiel und der Story und so weiter. Weil das Spiel ist recht grindmäßig. Also eben, ich möchte lieber natürlich Videos machen mit richtiger Story und alles. Und sonst eher natürlich das Spiel spielen, so wie es halt von den Entwicklern gedacht ist, oder? Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Heute Abend wahrscheinlich ab 8 Uhr Theater Scrolls Online. Und ich sage so um 16 Uhr Minecraft. Hä? Bis dann. Tschüss. Und eben morgen dann natürlich das Video. Also der dritte Part dann. Tschüss.